Hallo, Alexander hier. In diesem Video zeige ich zwei Fahrradflaschenhalter. Einmal rechts der Slide Cage und links der Top Cage. Die unterscheiden sich eigentlich nur groß. Da tust du die Flasche von oben reinstecken. Die kommt so rein. Und der hat noch so ein kleines Detail, so ein kleiner Adapter hier. Den sieht man so. Den steckt man hier rein und damit kann man die Position ein bisschen verändern, je nachdem, wo diese Rille ist, die diese meisten Plastikflaschen fixiert. Der hat den Vorteil, dass man die Flasche seitlich rausholen kann, je nachdem, bei kleineren Fahrrädern wäre das ganz praktisch. Und du kannst auch das Ganze, wenn du die Schrauben aufziehst, zeige ich, kannst du diesen Momentchen, du kannst diesen Auswurf zum Beispiel nach rechts oder nach links auch vorstellen. Hier so eine kleine Öffnung, die sieht man hier unten. Lass mal die Schrauben aufdrehen. Auf jeden Fall musst du die Schrauben aufdrehen. Dann kannst du diesen Käfig nach links oder auch nach rechts verstellen. So wie das hier auf dieser Anleitung halt draufsteht, hier unten. Ja. Welchen ich nehme? Ich habe die große Siegflasche. Die passt recht gut in diesen Top-Cage rein. Man muss ein bisschen quetschen hier. Aber ansonsten passt das Ding einwandfrei rein. Wenn es mal drin steckt, sieht man, dass es einwandfrei gehalten wird. Deswegen nehme ich den. Und auch wenn man es halt rausholen will, ganz einfach, dann kann man es entweder nach oben rausziehen oder man kann es auch nach vorne rausziehen. So, zack. Ja, wie gesagt, so eine normale Plastikflasche, die kleineren 0,75 wären praktischer, weil die ein bisschen kleiner sind. Ich wollte aber eine 1 Liter aus Aluminium holen. Da sieht man halt, dass die ein bisschen größer ist. Man braucht halt dann doch schon ein bisschen zum Reindrücken hier. So ist das. Das sind nochmal die zwei. Von der Verarbeitung hier und so alles finde ich ganz brauchbar. Der hat den Vorteil, man kann nach links oder nach rechts und die Flasche halt seitlich halt rausnehmen. Und bei dem nimmt man die Flasche von oben raus. Ich packe die zwei Dinger unterhalb vom Video zu Amazon. Da kannst du das Ganze mal angucken bei Amazon und mal gucken, welches du nimmst. Schreib mir mal einen Kommentar, welchen Flaschenhalter du benutzt unterhalb vom Video. Wäre mal ganz interessant zu wissen, was so die Leute für eine Kombination benutzen. Und ich packe das Ding jetzt gleich an mein Fahrrad dran.